Sailing, ja, das ist der unendliche Traum von Abenteuern, Wind. Ja, das ist, was uns antreibt und über die Meere bringt. Der Traum von Freiheit pur. Sailing. Auf dem unendlichen Meer. Ja, hallo. Hier auf meinem Kanal Segeln mit der Cerberus. Heute sind wir mal dabei und bauen für die Bavaria, für die neue Cerberus, einen Adapter für den Windpilot. Wir haben ja einen Windpilot an der Ranger dran gehabt und der passt natürlich an die Bavaria so nicht dran. Und jetzt werden wir aus Edelstahl einen Adapter bauen, so dass wir das Teil dann später achtern montieren können. Denn auf meinen Windpilot möchte ich beim Langfahrtsegeln nicht verzichten. So, werden wir erstmal ein paar Löcher bohren für die Halter. Wichtig hierbei ist auf jeden Fall, die Bohrer gut zu schleifen und auch in einem anderen Winkel als bei Normalstahl, damit sie sehr gut greifen. Wir haben die schon vorbereitet hier. Jetzt haben wir das gebohrt. Wir werden das Ganze noch entgraten. Wir haben zwei Stück von diesen Haltern. So, wir haben jetzt einen Senker eingespannt. Mit diesem Senker werden wir jetzt natürlich diese Löcher etwas versenken, damit wir kein Grat haben. So. So. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Sauber versenkt, die Ecken werden noch geputzt, die müssen noch abgeschliffen werden. Diese beiden Sachen sind jetzt vorgefertigt, die können wir jetzt beiseite legen. So, jetzt schneiden wir hier unseren Stahl zu in einer Bandsäge. Man kann das auch von Hand machen. Aber am besten ist mit einer automatischen Säge, das zuzuschneiden. Ich habe das alles schon mal vorbereitet. So sehen die Schnitte aus, einmal 45 Grad. Und hier sind die Teile, wo das später ineinander kommt. Das wird besteckt, eingesteckt, so. Na, und dann wird das mit einer Schraube hier verschraubt. Und dieser Teil wird hier verschweißt. So sieht das dann aus. Und der wird achtern auf die Cerberus geschweißt. So in etwa kommt das Ganze. Ich zeige euch das dann später nochmal. So, und dann kommt dieses Teil so da rein und geht dann quasi mit dem nächsten Stück hier weiter und wie so ein U. Das sind die Teile, die vorbereitet werden, die müssen wir dann verschweißen. Ja, und so sehen die Teile jetzt aus. Wir haben also von den Streben zwei, von den langen ein und zwei von denen, wo eingeschoben wird, zuzüglich jetzt die beiden Platten. Das ist jetzt unser Material. Na, wir haben also jetzt fünf Stücke sozusagen und zwei Platten. Ja, hier sind wir nochmal. Das sind jetzt unsere Teile, die wir brauchen für die Aufnahme, die wir benötigen für unsere Windbahnsteuerung. Das Ganze kommt achtern auf das Schiff. Und zwar sieht das dann so aus. Ich habe hier so eine kleine Skizze gemacht. Hier ist, wenn man das so sagen darf, hier ist die Spitze
von unserem Achterschiff. Hier kann man aufschrauben und hier kann man aufschrauben. Die Teile werden auseinandergezogen, das sind diese hier, das ist jetzt quasi so. Und so kommt das zusammen, wird verschweißt, dann verschraubt. Und diese Stücke hier, die kommen dann hier rein. So, und werden dann quasi festgemacht mit einer Schraube, die da noch reingesteckt wird. Das heißt, ich kann den ganzen Rahmen rausziehen, komplett mit meiner Windfahnsteuerung. Und diese Stücke würden dann bleiben, wenn die Windfahnsteuerung nicht dran ist. So würde das zusammengebaut werden. Und das sind diese 7 Teile, die ich vorbereitet habe. Ich habe jetzt kein Gas. Ich werde mir Argongas besorgen dann und dann werde ich das verschweißen. Dann wird das gesäuert, poliert. Und dann wird quasi hier, an diesem hier, kommt quasi auch Flansche dran. Nicht diese hier, aber andere. Die kommen dann auch hier ran. So, verschweißt 2 Stück. Nur andere Größen. Und da, an diesen Flanschen, wird dann später quasi die Windfahne angeschraubt. Das zeige ich euch gleich nochmal. So, hier ist der Flansch, wovon ich gesprochen habe. Dieser Flansch kommt dann später hier ran. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Hier ran und wird dann quasi hier verschraubt. Das heißt, ich kann das ganze Teil hier abschrauben und dieses Teil auch nochmal rausziehen. Und dies natürlich jetzt verkehrt rum, das ist 8, also unten und das Teil ist oben. Das habe ich jetzt nur zur Ansicht mal so hin. So kommt das dann später zusammen. Ja, das dazu noch, da zeige ich später nochmal nach dem Schweißen, wie es genau zusammengebaut ist. Ja, hallo, hier nochmal von meinem Kanal. Segeln mit der Cerberus. Ja, ich habe hier die ganzen Teile schon zugeschnitten, die wir benötigen für unsere Halterung der Windfahnsteuerung. Ja, die werde ich jetzt nur noch zusammenschweißen, aber zwischendurch muss ich noch mal eine Seewasserpumpe überholen von einem Freund. Da ist es ist auch nicht gut gemacht hier. Das Problem ist einfach dieses Sinterlager. Das ist das Problem. Es läuft also in einem Sinterlager und das verschleißt. Man kann das auch deutlich sehen, indem man hier mal dran wackelt. Wir haben einen guten Zehntel hier Spiel. Das heißt also hochgerechnet auf die Länge dementsprechend mehr Spiel am Impeller. Ne? Das ist ja, nee, Moment, das ist der Antrieb. Hier kommt der Impeller drauf und da ist der Antrieb. Hier kommt ein Impeller drauf, aber das ist auch egal. Dadurch, dass wir das Spiel haben, schlägt natürlich hier diese Situation drauf. Ne? So, das Wasser kommt dann hier durch. Ne, war richtig rum. So rum gehört drauf. Das Wasser ist hier im Impeller, drückt dann hier gegen und dichtet nach da ab. Ne? Die andere ist natürlich völlig kaputt. Die kommt dann hier auf die andere Seite. Das mache ich neu. Das gibt es zwar zu kaufen, aber das ist äußerst teuer. Die wollen nur für so eine Welle wollen die schon 90 Euro haben. Nur für so ein Stück Stahl. Jetzt werden wir natürlich dieses Teil nachbauen. Die Buchsen kann man kaufen. Die sind nicht so teuer. Da kostet das Stück, meine ich. Wir müssen aber 2 nehmen, weil das ist eine 24er Buchse und wir müssen eine 2x12 kaufen. 24 gibt es die nicht. Das ist aber auch egal. Wir können nämlich von beiden Seiten 12er reinschlagen. Das haben wir also 12 mal 16 mal 12 und von der anderen Seite hier das gleiche. Dann haben wir die Länge ausgeglichen. Das ist eigentlich recht günstig, diese Buchsen gibt es zu kaufen. Welle gibt es Meterware, ne, gezogener Stahl in das ist hier 12. Jetzt ist die Frage 12. Das ist natürlich auch von der Maßigkeit immer so eine Sache. Ne? Also diese hier hat hier schon, wenn man hier sieht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier, deutliche Laufspuren vom Simmering und dadurch dichtet das nicht mehr. Man kann das auch hier schon deutlich sehen, dass hier so eine Einkerbung drin ist. Ne? Jetzt tropft die natürlich immer am Simmering vorbei und hier ist in diesem Pumpengehäuse
extra, so jetzt kann man es sehen, ein Loch, mehrere Löcher, je nachdem wie die Pumpe steht. Es tropft hier natürlich immer das Wasser raus in die Bilge, das will natürlich keiner. Ne? Und deswegen werden wir die Pumpe überarbeiten. Das nur mal so zwischendurch, das mache ich für einen Freund. Wir helfen uns immer gegenseitig so ein bisschen. Ja, das war's dann erstmal von der Cerberus. Schaltet wieder ein. Ich zeige euch dann, wie das verschweißt wird, beziehungsweise wenn es zusammengeheftet ist. Das Schweißen selber wird euch so nicht interessieren, das könnt ihr auch nicht sehen, weil ich denke mal, der Lichtbogen viel zu hell ist. Aber es wird mit Wolfram innerhalb Gas geschweißt. Das ist also Wolframschweißen, damit wird das verschweißt. Hier ist eine, ein Wolframdraht drin, hier kommt Gas durch, Edelgas, ne, Argon in diesem Fall. Und das wird mit Schweißdraht dann, mit Edelsteinschweißdraht zugeführt. Ne, die Schweißung. Aber dazu später. Ja, hier sieht man jetzt das Heck und genau da kommt dann die Halterung drauf auf dem Vorbau, links und rechts. Ja, und das war's hier wieder von der Cerberus. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, eure Kommentare bitte dort unter. Ciao, ciao, bye, bye.